Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, in der letzten Folge haben wir den armen Kerl, sind wir ihm über den Weg gelaufen. Und damit er den Tag heute noch überleben kann, müssen wir ein geheimes Rezept machen. Moment, ich sehe gerade, hier können wir auch was rausnehmen. Das sind bestimmt die Minzblätter, oder? Ja, genau. Und hier haben wir jetzt hier ein Rätsel oder haben wir jetzt hier kein Rätsel? Das ist doch ein Kühlschrank, oder nicht? Ach, hier können wir gar nichts machen, oder wie? Ich dachte, da müssen wir jetzt ein Rätsel lösen, als ich das aufgemacht hatte in der letzten Folge. Aber scheinbar Könnte doch ich nicht. Früchte finden, könnte ich sie mit dieser Zitronenpresse entsaften. Das ist gut. Aber ich finde keine Früchte. Oder sind die hier auf der anderen Seite? Moment. Ah, das ist bestimmt Mineralwasser, oder? Ja, steht Sodawasser drauf. Obwohl steht natürliches Mir Mineralwasser fehlt die drauf. Hälfte der Zutaten für das Elixier. Ingwerwurzel, sehr schön. Das da oben sind eher, denke ich mal, Birnen, oder? Das sind keine Zitronen hier. Die sehen ein wenig komisch aus, deswegen. Es ist aber hier kein Zustand, muss ich sagen, dass man hier alles aufmacht und alles offen lassen muss. Ah, hier. Okay. Die Zitrone können wir schon mal auspressen. Ich habe alle Zutaten für das Elixier von Monsieur Mori. Ich muss zu Monsieur Fouché gehen, damit er es für mich vorbereiten kann. Okay, stimmt. Das hat er gesagt, dass uns jemand helfen sollte. Ja, dann hätten wir das vielleicht doch noch am Ende der Folge machen können. Ich habe echt gedacht, warum auch immer, dass da jetzt noch ein Rätsel wird. Das sah so prädestiniert aus irgendwie dafür. Da waren diese Striche und das sah so ein bisschen aus wie Puzzleteile und ja. Naja. Monsieur Fouché, darf ich Sie kurz stören? Selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun? Monsieur Fouché, ich brauche Ihre Hilfe bei der Zubereitung eines Cocktails. Quelle la phrase? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Was darf ich Ihnen zubereiten? Einen Mojito? Einen Gin Tonic? Oder vielleicht einen Martini? Geschüttelte, nicht gerührte, Es ist nicht für mich, sondern für Monsieur Maurier. Ah, sein Überlebenselixier für den Tag danach. Leider kenne ich diesen Drink zu gut. Hier sind alle Zutaten, die das Rezept verlangt. Ausgezeichnet. Überlassen Sie den Rest mir. Monsieur Poirot, ich bin mir unsicher, was den Zitronensaft angeht. Braucht man für das Rezept eine halbe oder eine ganze Zitrone? Ich bin mir recht sicher, dass es eine halbe Zitrone war, zumal wir auch eine halbe Zitrone da ausgedruckt haben. Eine halbe Zitrone. Ich weiß nicht mehr, ob Otaru ihn mit oder ohne Ingwer bevorzugte. Können Sie sich erinnern? Definitiv mit Ingwer. Ich kann Ihnen versichern, dass er Ingwer in seinem Cocktail haben möchte. Dafür, dass der sich ja angeblich so gut mit diesem Drink auskennt, ne? Bitte sehr, Monsieur. Otaro wird ganz der Alte sein. Très bien. Ich danke Ihnen vielmals. Sieht aus wie Mineralwasser mit Zitrone drin. Aber gut. Ich meine, wenn das sein Überlebenselixier ist, dann ist das halt so. So. Dann schauen wir mal, ob wir den armen Kerl wieder unter die Lebenden bekommen hier, damit er uns die Fragen beantworten kann. Bitte sehr, Monsieur Mori, ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Arigato gozaimasu. Bitte geben Sie mir einen Moment Zeit, während der Drink seine Wirkung entfaltet. Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern. Aber ich werde in der Küche bleiben. Da ich noch warten muss, wissen Sie, wo ich Mademoiselle Nützen finden kann? Sie ist im Personalraum, im Gepäckwagen. Wenn die Tür verschlossen sein sollte, Jean
hat den Schlüssel. Haben Sie Dank. Ich komme später wieder. Ich wünsche Ihnen eine rasche Genesung. Wenn du mir jetzt noch sagst, wer Jean ist, dann wäre ich froh. Meint der... Nee, das ist Pierre. Meint er den? Ja, er meint ihn, den Fouché, genau. Ich kenne doch nicht die Vornamen von den Leuten. Ihr könnt mir doch nicht einfach hier die Vornamen von Latz knallen. Guck mal hier nochmal schnell nach, ob da eventuell... Schade, ich dachte gerade schon, als hier so im Leuchten war. Eventuell noch ein Bärtchen ist, aber leider nicht. Gepäckwagen. Waren wir eigentlich schon mal... Doch, wir waren schon mal hier hinten drin, oder? Nee, waren wir nicht. Verschlossen. Waren wir da echt noch nicht drin? Ich glaube, da war die Tür hier vorne mal abgeschlossen, oder? Das sieht ja krass aus, wenn man hier so runterguckt. Monsieur Mori hat mir gesagt, dass Sie derjenige sind, der den Schlüssel zum Öffnen der Gepäckwagentür hat. Ich bräuchte ihn kurz. Ja, das stimmt. Hier ist er. Bitte vergessen Sie nicht, ihn mir zurückzugeben. Das werde ich nicht, Monsieur Fouché. Ich habe eine Bitte an Sie. Könnten Sie die Passagiere in ihren Zimmern aufsuchen und ihnen erklären, dass es einen Fehler bei ihrem Allergie- und Ernährungsformular gegeben hat? Aber, Monsieur Poirot, ich habe keine Fehler gemacht. Nein, natürlich nicht. Sagen Sie, es war ein Computerfehler? Ja, das ist möglich, aber auch wenn ich verstehe, dass dies ein Teil der Ermittlungen ist, verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Ich möchte Sie bitten zu beobachten, welche Hand jeder Passagier benutzt. Sie möchten wissen, ob Sie mit der rechten oder linken Hand schreiben. Präzisement. Ich übernehme diesen Auftrag für Sie. Ausgezeichnet. Okay. Ach so, vorher kommen wir ja auch gar nicht durch, weil der hier blockiert. So. Clever eingefädelt. Na gut. Wenn wir gleich hier drin waren und wieder zurückgehen, dann wird er hoffentlich wieder weg sein. Geschafft, die Tür ist offen. Und dann gehe hindurch. Ui, was für ein Chaos. Und sie redet mit der Wand oder redet sie mit einer Kiste und entschuldigt sich für den gestrigen Abend. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Leere Rumflaschen? Ich würde auch gerne mal rumprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug schmeckt. Ich wollte gerade sagen, das sind die gleichen, die wir in der Hütte gesehen haben, aber andererseits... Ein Kartenspiel. Ich vermute, sie waren eher mit Karo und Pik statt mit Büchern beschäftigt. Obwohl er ja gesagt hat, dass die eine gelesen hat. Was ich sagen wollte, ich glaube aber eher weniger, dass das das Kartenspiel war von der Kleinen. Captain Set, Premium-Qualität. Warum kann man sich das so angucken, wenn man da eh nichts machen kann? Ich bin mir nicht sicher. Es kommt auf jeden Fall kein Punkt, wo ich draufdrücken kann. Und warum ist hier abgeschlossen, wenn sie doch hier drin ist? Huch, jetzt hat sie mich bemerkt, Mann. Hallo, Mademoiselle Nielsen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich habe keine Zeit. Meine Karriere ist ruiniert und es ist nicht mal meine Schuld. Aber wie kam es dazu? Meine Vorräte, das Gepäck der Passagiere, unser Wohnraum, es ist zu wenig Platz. Ich habe den Frachtabfertigern in Istanbul strikte Anweisungen gegeben, wie sie die Kisten mit den Zutaten für meine Desserts stapeln sollen, sodass eine Kiste nach dem Entleeren direkt entsorgt werden kann. Und die närrischen Frachtabfertiger haben ihre Anweisungen nicht befolgt. Völlig ignoriert. Ich habe 4 Kisten, die von hier nach da verschoben werden müssen, um die Reihenfolge zu korrigieren, in der sie gestapelt wurden. Aber wenn ich die falsche Kiste auf eine kleinere Kiste stelle, wird diese mitsamt Inhalt und meiner Karriere zerstört. Beruhigen Sie sich, Mademoiselle. Ich habe verstanden. Das Problem ist also, dass diese 4 Kisten dorthin gebracht werden müssen. Aber vorsichtig. Ja. Ich muss diese 4 Kisten von hier...
nach da bringen. Aber es gibt nicht viel Platz, um die Kisten zu bewegen. Und ich muss aufpassen, dass ich nie eine größere Kiste auf eine kleinere stelle. Sonst wird die kleinere Kiste zerstört. Das Problem ist eindeutig. Ich werde Ihnen helfen. Ich hab sowas schon gehasst. Warum? Warum jetzt? Aber ich verstehe auch nicht, da nimmt er die kleinere. Ja, das würde passen, aber Moment. Ich habe nur diese drei Dinger hier, ne, sehe ich richtig. Theoretischerweise müsste ich dann erstmal kleine da, das dahin. Ich glaube, das ist ganz einfach. Moment. Ach nee, ich kann die nicht beide nehmen. So ganz einfach ist es nicht. Doch, ist es doch. Zumindest das darüber zu bekommen. Aber ob der Rest jetzt auch einfach ist, das weiß ich jetzt nicht. Also mit dem, was ich denke, schon. Aber so, Moment. Wobei das natürlich von der Logik her völlig schwachsinnig ist, weil die kann ja einfach alle komplett darüber bringen. So, bitteschön. Et voilà. Sie sind ein wahrer Lebensretter. Oder zumindest ein Dessertretter. Danke, danke, danke. Ich beantworte gerne Ihre Fragen. Ja, ich bin gar nicht so doof, wie ich aussehe. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Gestern Abend war ich nach dem Abendessen bis 23:45 in der Küche. Dann ging ich zu Jean und Totaro in unser Quartier. Dann haben wir alle still in unseren Betten gelesen, bis wir eingeschlafen sind. Ein sehr fleißiges Personal. Allerdings scheint Monsieur Mori nicht dieselbe literarische Vorliebe wie die anderen zu haben. Und diese Rumflaschen, haben Sie etwas mit seinem Kater zu tun? Nein! Das waren die bösen Bücher. Welche dieser Sätze enthält eine Lüge? Bin ich in der Küche geblieben? Ja gut, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der eine eine Pause gemacht hat und dass der sie dann gesehen hat. Dann ging ich zu Jean und Hotaru ins Quartier. Ob das jetzt im Quartier war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, was der eine gesagt hatte. Aber danach haben wir in den Betten gelesen, ist natürlich, ne? Ich glaube eher, dass Sie gestern Abend kein Buch in der Hand hatten. Warum sagen Sie das? Kopfschmerzen, ja, zum Beispiel. Ja gut, die Kopfschmerzen beweisen im Endeffekt nicht, dass sie lügt. Kartenspiel. Also, wenn er jetzt dabei sagt, dass er gesagt hat, dass er sie erwähnt hat, dann wäre das wohl richtig. Ich habe mit Monsieur Mori gesprochen. Er schien ziemlich verkatert zu sein. Er bat mich sogar, ihm sein Kater-Elixier zu mixen. Er platzte damit heraus, dass Freyersan immer gewinne. Aber was gewinnt sie? Wenn Sie sich umsehen, ist es klar, dass Sie die meiste Zeit der Nacht gespielt und Alkohol getrunken haben. Sie verstehen das nicht. Wir müssen uns nach unseren langen Arbeitstagen entspannen. Und jetzt ist ein Mord geschehen. Ja, ich gebe es zu. Wir haben es gestern Abend zu weit getrieben. Aber bitte sagen Sie es nicht, Monsieur Bouc. Das ist gegen die Vorschriften. Wir könnten alle gefeuert werden. Mademoiselle, ich weiß, dass Ihre ohnehin schon schwierigen Jobs noch schwieriger geworden sind. Aber, wie Sie bereits sagten, hat es einen Mord gegeben. Ich muss die Wahrheit erfahren. Natürlich. Es tut mir sehr leid. Es ist kein Verbrechen. Ich werde es dabei belassen und mich bei Monsieur Fouché melden. Würden Sie bitte Ihre Adresse auf dieses Stück Papier schreiben? Ich bitte alle im Zug um Ihre Adressen, falls ich Sie kontaktieren muss, wenn Sie den Zug in Paris verlassen. Kein Problem. Okay, sie ist also auch Rechtshändlerin? Ja, das ist es. Mademoiselle Nielsen ist Rechtshänderin. Rauchen Sie? Nein, noch nie. Merci. Vielen Dank für Ihre Antworten, Mademoiselle Nielsen. Gern geschehen. Nielsen.
Okay, Nichtraucherin. Ich weiß, dass das zwar in der Übersicht auch draufsteht, aber steht irgendwie nicht immer alles drauf und jetzt hockt sie da und versperrt mir den Weg. Aber gut, da hätte ich jetzt wahrscheinlich eh nichts machen können. Ach, guck mal. Nein! Wir haben 47! Ja! Ein goldener Schnurrbart. Sehr geil. Zwei von drei in diesem Kapitel. Ich muss aber echt noch mal gucken, dass ich da privat im ersten Kapitel noch mal nachschaue, weil da haben wir nämlich, glaube ich, gar keinen oder nur einen gefunden. Da muss ich echt noch mal schauen. So, was ist mit dir? Du bist nicht mehr so verkatert, oder? Ah, sieht doch noch sehr verkatert aus. Wie geht es Ihnen? Viel besser. Vielen Dank. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Es wird nicht lange dauern. Bitte beeilen Sie sich. Ich habe hungrige Passagiere zu versorgen. Très bien. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Oh, nichts Besonderes. Als ich meinen Dienst beendet hatte, ging ich zu Jean-San und Freya-San in unser Abteil. Ich las noch eine Weile und ging dann früh ins Bett. Sie haben gelesen? Haben Sie sich wirklich genug erholt, um mir die Wahrheit zu sagen? Verschwenden Sie das bisschen Energie, das Sie noch haben, nicht mit Lügen, Monsieur Maury. Hoi, tut mir leid, Monsieur Poirot. Sie haben recht. Es war offensichtlich nicht das Lesen, das mir solche Kopfschmerzen bereitet hat. Aber wenn Sie Monsieur Bug davon erzählen, könnte mich das meinen Job kosten? Ich werde Ihr Geheimnis bewahren, aber ich ermittle in einem Mordfall. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Vielen Dank. Könnten Sie bitte Ihre Adresse auf diesem Stück Papier notieren? Meine Adresse? Ich wüsste nicht, warum. Höre ich da die Schritte von Monsieur Bug? Meine Adresse? Ja, natürlich. Okay. Noch ein Rechtshänder. Nicht überraschend, das trifft auf die meisten Menschen zu. Sie sind Kettenraucher? Mein Job ist sehr stressig. Wissen Sie zufällig, wer im Zug E-Zigarette raucht? Mit Bananengeschmack? Ja, der Geruch ekelt mich an. Was ist falsch an einem guten Tabak? Ich habe keine Zeit, das zu beantworten. Wer ist es? Ich habe nur eine Person gesehen, die E-Zigarette raucht. Und das ist Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot? So. Aha, da kommen wir der Sache schon mal näher. Befrage ihn. Das andere war jetzt nur abgeschlossen gerade, ne? Ich habe das nicht so. Ja, ich glaube ja. Ihre Aussage war für mich von unschätzbarem Wert. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf, Monsieur Maury. Mein Gaumen hängt von Ihrer Gesundheit ab. Mich würde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn der Kerl jetzt auch noch Linkshänder wäre. Alter, geh mir doch mal aus dem Weg. Ach so, ja, stimmt. Hier ist Ihr Schlüssel. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Was den kleinen Gefallen angeht, um den ich Sie gebeten habe. Aber natürlich. Ich konnte neue Allergieformulare von Gästen bekommen, die in ihren Abteilen waren. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman sowie Comte und Comtesse Andrenier. Sie sind alle Rechtshänder. Ich habe auch Prinzessin Dragomirov gefragt, aber sie ließ ihre Assistentin, Madame Schmidt, für sie unterschreiben. Auch sie ist Rechtshänderin. Sie haben meine Erwartungen übertroffen. Gut gemacht. Merci, Monsieur Fouché. Ich werde auf Sie zurückkommen, wenn ich weitere Fragen habe. Es war jetzt ein bisschen schnell. Also, das mit der Prinzessin habe ich verstanden. Die hat, von der wissen wir es jetzt nicht. Ich bin jetzt aber. Ach so, das war die falsche Taste. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Den Captain, von dem wissen wir es noch nicht, ne? Bei dem anderen steht überall Rechts- oder Linkshändler dabei, ja. Also von ihm wissen wir es anscheinend noch nicht. Er war, ist jetzt nicht. Ach so, nee, ich dachte, da liegt was. Ihn hat er anscheinend nicht angetroffen. Dann habe ich das, meine ich, richtig verstanden eben.
So, da gucken wir nochmal schnell rein. Ich glaube nämlich, das war die, wo ich nicht drin gewesen bin. Bin mir nicht sicher, aber es geht ja ganz schnell. Also es ist ja... das war der Lagerraum, da haben wir schon was gefunden. Die sitzen immer noch alle hier. Und den Captain werden wir jetzt wohl mal ansprechen müssen. So, ist hier. Hier ist offen. Gucken wir auch nochmal schnell. Das wurmt mich, dass wir jetzt diesen einen Schnurrbart gerade nicht haben. Ich habe es mal richtig ausgesprochen. Ausgesprochen, genau. Da geht's schon wieder los. Moment, das ist meins. Der Captain war aber bei 100 noch was, glaube ich, ne? Also muss ich doch nochmal eben gucken. Moment, der hatte 106, genau. Captain Arbuthnot, ich weiß, dass Sie die einzige Person in diesem Zug sind, die E-Zigarette raucht. Wir haben am Tatort ein Fläschchen mit Flüssigkeit für eben diese gefunden. Werden Sie mit mir darüber sprechen oder soll ich das, was ich erfahren habe, an die Polizei weitergeben? Na schön. Kommen Sie rein, wenn Sie denn müssen. Also dann würde ich lieber die Toilette bevorzugen. Ich habe lediglich ein paar Fragen an Sie. Nun gut, lassen Sie hören. Die junge englische Dame Mademoiselle Debenham war im Hotel Tocatlian. Vielleicht haben Sie sie dort getroffen? Wir haben ein paar Worte gewechselt. Andere Briten im Ausland. So etwas in der Art. Ja, ich dachte gerade, er hätte eine Zigarette in der Hand gehabt, aber... Weil er so die Hand irgendwie... Ich dachte zuerst, er ist Linkshändler. Was können Sie mir über Mademoiselle Debenham erzählen? Überhaupt nichts. Wir haben kaum gesprochen. Der Direktor des Orient Express, Monsieur Bouc, glaubt, dass der Attentäter eine Frau ist. Und das ist genug, um Sie zu beschuldigen? Sie hat nichts mit diesem Mord zu tun. Wie können Sie sich da so sicher sein? Die Idee ist absurd. Ratchet war ein völlig Fremder für Sie. Sie hat ihn noch nie gesehen. Ah, hat sie Ihnen das erzählt? Nun, ja. Vielleicht hat sie das. Vielleicht hat sie einmal sein etwas unangenehmes Aussehen kommentiert. Wenn es sich um eine Frau handelt, wie Sie anscheinend glauben, und meiner Meinung nach ohne jeden Beweis, kann ich Ihnen versichern, dass Miss Debenham unmöglich darin verwickelt sein kann. Offenbar verteidigte der Captain Mademoiselle Debenham eine Frau, die er angeblich nicht sehr gut kennt. Ist jetzt die Frage, ob er das macht, weil sie in der Nacht bei ihm gewesen ist. Was haben Sie gestern Nacht gegen 1:15 gemacht? 1:15 Uhr. Ich glaube, ich habe immer noch mit diesem jungen Amerikaner gesprochen. Mr. McQueen, der Sekretär des Ermordeten. Wir waren in seinem Abteil. War er ein Freund oder Bekannter von Ihnen? Nein, ich habe ihn vor dieser Reise noch nie gesehen. Wir hatten uns beim Abendessen gut verstanden. Und das Gespräch ging bis in die frühen Morgenstunden. Bis zu welcher Uhrzeit war das? Bis 1.45 Uhr oder so. Dann zog ich mich in mein Zimmer zurück und ging schlafen. Können Sie sich an etwas erinnern, das Ihnen gestern Abend in irgendeiner Weise verdächtig vorgekommen wäre? Es war nichts Großes. Nur ein kleines Detail. Erlauben Sie mir, das selbst zu beurteilen. Nun... Bevor ich in mein Zimmer zurückkehrte, ging ich in den Barwagen, um mir ein Glas Wasser zu holen. Als ich durch den Korridor der ersten Klasse ging, bemerkte ich, dass die Tür, die sich direkt hinter Ihrem Zimmer 201 befindet, nicht ganz geschlossen war. Und die Person, die sich im Zimmer befand, schaute verstohlen heraus. Dann schloss ich schnell die Tür. Ich weiß, das war sicherlich nichts. Aber es war diese verstohlene Art und Weise, die meine Aufmerksamkeit erregte. Das kam mir ein bisschen seltsam vor. Ich verstehe. Danke, dass Sie diese Information mit mir geteilt haben. Könnten Sie bitte Ihre Adresse hier aufschreiben? Meine Adresse? Wenn Sie darauf bestehen. Ja, okay. Dieser Mann ist Rechtshänder.
Gehört diese Flüssigkeit für E-Zigaretten Ihnen? Welche Geschmacksrichtung ist das denn? Banane. Nun, das ist unangenehm. Das ist meine bevorzugte Geschmacksrichtung. Aber ich habe keine Ahnung, was sie dort zu suchen hatte. Wo auch immer sie lag. Können Sie sich erklären, wie sie dort hingekommen sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Zimmer des Mannes nie betreten, Poirot. Und das ist die Wahrheit. Ich bin sogar gewählt, ihm zu glauben. Danke, Captain. Gern geschehen. Ich denke nämlich eher, dass er ein anderes Geheimnis hat. Tja, kommt da jetzt noch was? Ich wollte gerade sagen, normalerweise müssten wir jetzt was verbinden, ne? Alibis. Oh je. gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Moment, McQueen. McQueen sprach mit ihm, das hat er eben noch gesagt. Schlief die ganze Nacht, was von der bestätigt wurde? Zu wem ging Monsieur... Moment, mit wem spielte sie Karten? Sie spielte mit keinen von den Karten. Die spielte doch mit dem anderen Karten, oder nicht? Ach so, da sind beide... Okay, da sind beide mit inbegriffen. Dann ist er wohl zu Madame... Ja, das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass sie ihn gerufen hatte. Ja, ja. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Bis auf bei bestimmten Fragen. Dann nicht mehr so häufig. So, jetzt ist die große Frage. Was kommt nun? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe kein richtiges Ziel. Ach so, doch, Moment. Ich muss mit dem einen Typen sprechen, glaube ich, oder? Dann gehen wir da nochmal schnell hin. Vielleicht kriegen wir dann noch eine abgeschlossene Szene. Oder Moment, wir könnten bei 100... Erstmal gucken, Moment. Wer ist denn in 101? Aha. Okay, das ist sogar der Bug. Jetzt bin ich dann doch doppelt gespannt darauf, was wir hier mit ihm besprechen können. Und wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt Linkshändler wäre. Der war ganz hinten, oder? Im Restaurant, meine ich. Aber er ist Rechtshänder, oder? Also wie er die Tasse hält, zumindest ist er Rechtshänder. Nun, mon ami, ich hoffe, Sie kommen mit Ihren Ermittlungen voran. Ich bin noch nicht fertig, aber es geht voran, oui. Ich habe noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich werde Ihnen Bericht erstatten, sobald ich kann. Also müssen wir doch ganz am Ende dann wahrscheinlich mit ihm reden. Aber was sollen wir denn dann jetzt machen? Das ist jetzt mal eine gute Frage, Inventar. Skizze der Wunden. Komm, das... Nee. Muss ich mit dem Arzt nochmal sprechen? Ich werde die Sache natürlich untersuchen. Wurde 12-mal eingestochen, das nenne ich mal eine Tötung. Ja. Dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was wir jetzt machen sollen. Deswegen würde ich sagen, machen wir dann doch mal einen kleinen Cut. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in der nächsten Folge noch mit dem Arzt zu sprechen. Vielleicht kann der mir weiterhelfen, dass es ihr besser geht. Ich habe auf jeden Fall die Untersuchung abgeschlossen. Ich werde auch noch mal gucken in der Mindmap. Aber ich glaube, da stand auch nichts mehr drin. Ich habe die Untersuchung auf jeden Fall abgeschlossen, ja, dass im Endeffekt alle Rechtshänder sind. Komisch, komisch. Und ja, viel mehr kann ich jetzt im Moment auch nicht sagen. Aber wie gesagt, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass wir beim Arzt dann weiterkommen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.